Also die Entscheidung am heutigen Tag hat mich total überrascht. Ich kenne jetzt auch keine Hintergründe aus der Aktualität, aber die Entscheidung ist absolut richtig. Man könnte auch sagen, sie war irgendwo überfällig, denn ungeachtet des Wahlsieges beim Kongress ist ja keine Ruhe eingekehrt und ein Aufbruch, den die FIFA dringend nötig braucht, ist nur mit einem neuen Mann an der Spitze letztlich auch möglich. Mit seinem Rücktritt sind ganz bestimmt nicht alle Probleme gelöst, aber wenn Sepp Blatter jetzt nicht mehr da ist, dann kann man beginnen, die Probleme zu lösen. Ich bin nun auch neues Exco-Mitglied der FIFA und wir hatten am Samstag die erste Sitzung, aber auch wir haben keinerlei Informationen, ob möglicherweise neue Dinge aufgetaucht sind, die mit den Untersuchungen in Amerika zu tun haben. Das wäre pure Spekulation, wenn ich da etwas zu sagen würde jetzt. Wir haben also keine Informationen, ob es gestern, heute Entwicklungen gegeben hat, die ihn zu diesem Schritt gebracht haben. Oder andere Variante, der Druck für ihn wurde ganz einfach zu groß. Ich gehe davon aus, dass diese neue Situation auch ganz neu bewertet werden muss. Also auch dann mit der Frage, bringt Europa, bringt die UEFA einen eigenen Kandidaten ins Rennen? Wie schnell kann das geschehen? Wie zügig kann ein außerordentlicher Kongress jetzt auch organisiert werden, einberufen werden? Ich habe im Scherz schon gesagt, die Delegierten aus den 209 Ländern, die sind ja gerade zu Hause, da können die schlecht wieder umkehren. Also das braucht ja alles eine Vorlaufzeit, es müssen Fristen gewahrt werden, Formalitäten beachtet werden. Aber ich denke, dass das jetzt alles in den nächsten 3, 4 Monaten geschehen muss. Musik